Hallo, mein Name ist Susanne und ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz in der Kleidersortierung. Wir freuen uns, wenn wir gute, erhaltene und saubere Kleiderspenden erhalten, denn nur tragbare Kleidung können wir auch an unsere Kunden weitergeben. Kleidung mit leichten Beschädigungen kann man unter Umständen recyceln, zum Beispiel zu Putzlappen. Hierfür dürfen die Textilien aber nicht zerrissen sein, denn es können nur Stoffteile ohne Knopfleisten und Taschen verwendet werden, wie zum Beispiel bei diesem Hemd. Diese Rückseite könnte man verwenden, unter den Taschen die Stoffteile auch, die Taschen und die Knopfleisten würden dann rausgetrennt werden. Weiterhin müssen diese Stoffe aus Baumwolle sein, denn Kunstfasern sind nicht besonders saugfähig, wie ich Ihnen an folgendem Beispiel zeigen werde. Hier haben wir jetzt ein Stück Baumwolle. Wie Sie sehen, saugt es den Kaffee wunderbar auf. Und hier ist ein Stück Kunstfaser. Wie Sie sehen können, saugt es nicht auf, es verschmiert nur. Wie Sie gerade an unserem Beispiel sehen konnten, eignen sich Kunststofffasern nicht für die Verarbeitung als Putzlappen, da sie nicht saugfähig sind. Bitte geben Sie daher keine stark beschädigte oder zerrissene Kleidung bei uns ab und werfen Sie diese auch nicht in die Container, besonders nicht, wenn es sich um Kunststofffasern handelt. Bitte entsorgen Sie solche Textilien direkt über Ihren Restmüll, da diese nicht mehr recycelt werden können. Vielen Dank.